sind hier im Rosenmuseum in Steinfurt und liegen gerade in den letzten Zügen mit der Vorbereitung der neuen Sonderausstellung Chinalack und Taubenblut, die Farbe der Rose. Die Farbe der Rose hat Josch Westrich ganz besonders gut ins Bild gesetzt und davon können Sie sich selbst überzeugen. Schönen guten Tag, mein Name ist Josch Westrich, ich bin freischaffender Fotograf aus Köln und bin spezialisiert in Pflanzenfotografie. Das Rosenmuseum in Steinfurt hat mir die Möglichkeit gegeben, in einem größeren Rahmen meine Arbeiten zu präsentieren und natürlich in diesem Fall zum Thema Rosen. Und zwar zu einem etwas spezielleren Thema Rosen, denn es handelt sich um alte Rosen oder auch historische Rosen. Hinter mir sehen Sie einen Vertreter dieser Rosen, und zwar die alte Sorte Fontaine Latour, benannt nach dem berühmten französischen Maler des 19. Jahrhunderts. Und es ist eine wunderschöne Gallica-Rose, eins von meinen, persönlich meinen Lieblingskindern und Lieblingsbildern. Es ist eins von 24 Bildern, die im Rosenmuseum gezeigt werden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeikommen. Es gibt einige Termine, wo ich persönlich anwesend sein werde. Und auch da würde ich mich freuen, wenn wir zusammenkommen. Und dann können wir über die Bilder sprechen, wenn Fragen dazu sein sollten. Dankeschön.